Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Room Factory 4. Und ja, wir gehen jetzt schlafen. Einfach mal eine Runde schlafen gehen. Kann man auch mal machen. Was war das? Hä? Was war das für ein Geräusch? Ich bin mitten in der Nacht wach. Benti? Nicht lange, sie murmelt offenbar im Schlaf. Ich sollte sie nicht stören. Gute Nacht, Venti. Der Morgen ist immer so eine schläfrige Tageszeit. Machen wir das Beste aus diesem schönen Tag. Hattest du schon mal das Gefühl, dass der Tag im Handumdrehen vorübergeht? Das ist so seltsam, oder? So, es regnet, das ist gut für uns. Oh. Das eine Ding ist jetzt nicht bewässert. Es regnet, aber das eine Feld ist nicht bewässert. Moment. Das fixen wir. So. Jetzt ist es gewässert. So. Dann hauen wir mal ein bisschen Steine, ne? Für die Monsterscheune brauchen wir Steine, auf jeden Fall. Ja gut, die beiden Sachen. Ich will einfach ins Inventar. Kann ich ja auch mal wegschmeißen. So. Aber wir müssen es auch tun, weil wir leveln dann auf. Dafür brauchen wir weniger AP. Mit jedem Hammerschlag und so. Das macht schon Sinn. Immer alles hier zu machen. So, nochmal 9 Schläge auf den Holzstamm hier. Oder... ja, die Wurzel. Den Stumpf. So. Ja, perfekt. Alles gepflegt. Alles gegossen. Alles wunderbar. Die Kartoffeln sind gesund und gepflegt. Ja, nee, das mit dir habe ich schon gesprochen. Guten Morgen, Eure Majestät. Flavia wird in Illuminatas Haus wohnen. Klingt das nicht aufregend? Ja, geht so, nee. So aufregend ist es nur auch nicht. Guck mal, die laufen jetzt auch alle. Zeit zum Trainieren. Lady Ventusville ist unglaublich. Ich wünschte, ich könnte sie wie sie sein. Morgen. Fort ist vor allem eine Ritterin, aber sie gibt sich alle Mühe zu verbergen, dass sie eine Vorliebe für Süßes hat und dass sie Geister mehr als alles andere hasst. Ich persönlich denke, dass sie sich viel zu viele Sorgen um nichts macht. Guten Morgen, Forte. Guten Morgen. Etwas Training früh am Morgen tut dem Körper gut. Du solltest es auch mal ausprobieren. Du hast dich anscheinend gut an den Umgang mit Waffen gewöhnt. Man sieht es dir gleich an. Du bewegst dich jetzt viel selbstbewusster. Ja, müssen wir gleich nochmal machen. Wir müssen gleich nochmal ein paar Mineralien besorgen mit dem Hammer. Dafür müssen wir nochmal unsere AP irgendwie ein bisschen aufladen. Hi, Dr. Jones. Guten Morgen. Was kann ich für dich tun? Vorsicht ist die Medizin, die bei einer Verletzung oder einer Erkältung am besten hilft. Eine Prise Vorbeugung und so. Also, was machst du denn, wenn niemand mehr vorbeikommt, Dr. Jones? Dann werde ich die Karriere wechseln. Ich bin hier, weil ich gebraucht werde, nichts weiter. Guten Morgen. In der Tat, sich warm und trocken zu halten, ist an Tagen wie diesem von größter Bedeutung. Ja, wir wollen reden. Morgen ist Linfas Geburtstag. Xiao Pai ist letztens zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich ihr das Kochen beibringen kann. Sie gibt wohl niemals auf, oder? Bei allem, was sie tut, versucht sie immer ihr Bestes. Richtig niedlich, findest du nicht auch? Ich wünschte, ich hätte eine Tochter wie sie. Aber ich denke, ich würde sie nicht darum bitten, in der Klinik auszuhelfen. So. Also, wollen wir mal ganz kurz Folgendes gucken. Wie sieht eigentlich unser Beziehungsstatus mit den Leuten gerade aus? Wir sind ja immer fleißig am Reden. Ach, guck mal. Bei eigentlich allen haben wir eine 1, zumindest schon mal. Das war schön. Außer bei ihm. Er ist aber auch ein komischer Kauz, der Typ. Und den haben wir noch nicht so lange hier im Dorf. Also, der ist auch nicht immer da. Glaube ich. Oder ist er da oben? Nee, das war nicht er. Nee, nee. Guten Morgen, Potato. Morgen. Willkommen. La, 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 la. Du scheinst glücklich zu sein. Guten Morgen.
Guten Morgen, Zeit für harte Arbeit. Willkommen. Was meinst du? Kommst du mit allen gut aus? Oh, natürlich. Gut, gut. Wie wunderschön Freundschaften sein können. Es ist immer besser, enge Freunde zu haben. Okay. Dann gehen wir mal weiter quatschen. Morning. Hey, wie geht es dir? Okay, er ist doch hier. Was brauchst du denn? Verstehen sich die Leute hier gut mit dem Drachen? Ja, wieso fragst du? Nur so, ich war einfach nur neugierig. Vergiss die Frage einfach. Guten Morgen, du scheinst heute gute Laune zu haben. Willkommen, was kann ich für dich tun? Morgen ist Linfars Geburtstag, aber... Ja? Naja, wir reden von Linfar. Ich bin sicher, sie hat es ganz vergessen, obwohl es ihr eigener Geburtstag ist. Mich würde es auch nicht überraschen. Warte, da oben ist doch noch der Junge. Mann, bin ich fertig? Wann bist du das letzte Mal im Laden vorbeigekommen? Vor kurzem. Ach, wirklich? Danke. Komm bald wieder vorbei, okay? Machen wir. Wir müssen eh irgendwann wieder Saatgut holen, aber gerade ist erstmal ist gesät. Alles gut. Beginnen wir den Tag mit einer Begrüßung. Guten Morgen. Guten Morgen. Auf meinem Plan für heute steht, ich soll als Stadtführerin für einen Fremden fungieren, Müll aufsammeln und ein neues Lied komponieren, das ich im Restaurant spielen kann. Alles in allem gar nicht schlecht. Klingt nach einem entspannten Tag. Echt jetzt? Okay, wir haben fast mit allen gesprochen. So, reden wir mit Arthur. Mit dem Arthur. Hi Arthur, es schüttert heute ganz schön was. Das ist gut für die Felder, obwohl es mich traurig stimmt, dass die Sonne sich heute versteckt. Was kann ich für dich tun? Was steht denn heute an? Okay, bis übermorgen müsste ich alles erledigt haben. Okay. Einen mega guten Morgen. Guten Morgen. Ich hatte gestern nicht genügend Zutaten zu kochen. Wow, muss viel los gewesen sein. Die Zutaten waren einfach zu lecker und unwiderstehlich. Sag mir nicht, dass du sie alle aufgegessen hast. Bam, 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 bam. Lady Wenceslaville ist unglaublich. Ich wünschte, ich könnte wie sie sein. Bam, bam, bam. Morgen. Willkommen, was kann ich für dich tun? Reden. Ich halte den Speer so... Was? Oh je, was machst du denn? Ich übe mit dem Hurrikan oder Hurricane, um die Gäste zu unterhalten. Wieso machst du nicht auch mit? Hä? Mama, bitte fang an. Okay, also du hältst den Speer so. Was? Und dann machst du das hier und dann das. Verstanden? Versuch's mal. Ja! Wow! Es funktioniert nur bei Potato. Ich werde ihn nicht verlieren. Hurrikane halten, okay? Was ist denn das? Ist das eine Waffe? Nee. Was ist denn das? Hä? Ist auch kein Zauber, oder? Moment. Im Inventar ist nichts, ne? Gar nichts. Nee. Hä? Okay. Na gut. Keine Fragen. Guten Morgen. Regnerisch genug für dich? Ja, irgendwie ist es wohltuend. Meinst du nicht auch? Ja, ich mag Regen. Willkommen, was kann ich für dich tun? Ich bin zum Plaudern gekommen. Mit dem Hurrikan können wir den Gästen den ganzen Sommer lang Spaß bereiten. Ja, das wird eine gute Show. Ja, wir brauchen auch keinen Ventilator mehr. Hä? 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 So. Badam, bam, bam. Warte mal, liegt der vielleicht da jetzt gerade rum? Der liegt da rum, ne? Ah. Ah, da ist er. Aber was ist das genau? Das würde ich gerne mal lesen. Ist das doch ein Zauber hier, oder was? Ah, es ist doch ein Zauber, okay. Der Runenfähigkeit, verkaufen, hm? Waffe, Speer. Ein kunstvoller Angriff, bei dem du den Speer wirfst, herumwirbelst und jonglierst. Ah, okay. I get it. Aber ich habe noch keinen Speer, deswegen wird das ein bisschen schwierig ohne Speer. Aber hey, immerhin, wir haben es jetzt. Und wir mit ihm? Nee. Hi Potato, wie geht es dir heute? Hi Bardo. Womit kann ich heute dienen? Naja, jedenfalls, deine Erinnerungen sind in deinem Kopf, also kann ich dir nicht wirklich helfen, sie hervorzuholen. Aber wenn du sonst etwas brauchst, sag einfach Bescheid. Bardo.
Die anderen Leute in der Stadt, die würden dir bestimmt auch gerne helfen. Und ich auch. Hä? Du musst also nicht ganz alleine mit dir herum. Du musst das also nicht ganz alleine mit dir herumtragen, ja? Gewöhn dich ein, bau dir endlich hier ein Leben auf und warte ab, bis deine Erinnerungen von selbst zurückkommen. Okay. Welcome. Ich will mal ganz kurz gucken, was das denn hier kostet, Waffen und sowas. Ja gut, der hat jetzt Waffen. Okay, hier, warte, da ist... Okay, das sind mal auch nur die schlechten Sachen. Die billigen Sachen. Okay. Oh. Die hätte ich gerne, die billige Angel. Die hätte ich wirklich gerne. Also muss halt mal schauen, ne? Wann ich mir das irgendwie, wann das möglich ist. So, Anfragenkiste. Hier sind die heutigen Anfragen. Angeln gehen. Liefere einen Fisch an Wischnell. Aber ich glaube, dafür brauche ich eine Angel, ne? Und ich weiß nicht, ob ich die jetzt bekomme. Okay, ich habe die Einzelheiten aufgeschrieben. Wischnell sucht Fisch. Deswegen habe ich extra für dich etwas angefertigt. Ah, die Angel. Das ist eine Angel. Lass mich dir erklären, wie man angelt. Fische findet man in Gewässern an Orten wie Selfia Drachensee. Wenn du einen Fisch siehst, drehst du dich in seine Richtung, legst die Angel an und drückst B. Wenn du einen Fisch mit einem Schwimmer triffst, verscheuchst du ihn, also sei vorsichtig. Sobald der Fisch den Schwimmer bemerkt, schubst er ihn an. Wenn er zubeißt, merkst du, wie er an der Schnur zieht. Und dann drückst du sofort B. Solange du im richtigen Augenblick drauf drückst, solltest du keine Probleme haben, einen Fang an Land zu ziehen. Probier es doch mal aus. Genau das habe ich gerade vor, meine Freunde. Genau das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt angeln. Angeln, angeln, angeln. Mit der riesengroßen, fetten Angel, die ich da habe. Die ist wirklich ziemlich groß. So. Perfekt. Ich habe etwas gefangen. Hornhecht. 34 cm. Juhu, das ist ein neuer Rekord für den größten Fang. Ja, das werden wir jetzt öfter haben. Mit dem Rekord. Oh, das verbraucht RP. Und wenn wir hier nur stehen, dann laden wir nicht wieder auf, ne? Wenn wir angeln. Schade. Wäre eigentlich cool, wenn man beim Angeln das auch auflädt, weil wir auch nur rumstehen. Solange wir nichts dran haben. Aber der Fisch scheint zu weit weg zu sein, der da unten war. Kann man die auch weiter auswerfen? Wenn man auflädt, vermute später, wenn man eine bessere Angel hat. Nehme ich mal an. So, dann wollen wir mal sehen. Was haben wir denn noch zu erledigen? Ah ja, wir haben es schon erledigt. Wir können es ja abgeben jetzt hier. Fische findet man in Gewässern, an Orten wie Selfia, Drachensee. Wenn du einen Fisch siehst, drehst du dich in seine Richtung, legst ihn an. Und wenn du einen Fisch mit einem Schwimmer triffst, ja, ja. Naja, wenn es so ist, ja, ja. Solange, ja, ja. Ruhig es nochmal aus. Habe ich auch schon gemacht. Soll ich den Fisch in der Hand halten und hier irgendwie abgeben oder so? Oder... Wohl nicht der richtige Fisch. Hm. Na gut, dann lassen wir mal die RP kurz ein bisschen aufladen hier. Ich glaube, beim Regen stehen ist vielleicht nicht so gut wie drinnen, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ja, stehen wir mal ein bisschen rum. So, jetzt haben wir genug RP. Damit können wir angeln gehen. Alles gar kein Problem. Ich frage mich halt, ob man den Fisch da oben auch angeln kann. Das ist ein ganz schön fetter Fisch da oben gewesen. Hier sind ganz schön viele Fische. Boah, ich muss mich konzentrieren, ich habe ein bisschen Angst. Boah, geschafft. Ich habe etwas gefangen. Makrele. 32,1 cm. Ne, der Fisch verschwindet einfach. Da kommt ein neuer Fisch. Zweiter Fisch. Ich würde lieber den großen haben, wenn ich ehrlich bin. Na gut. Ich habe etwas gefangen. Tintenfisch. Ja, ich habe wieder keine RP mehr. Das Level wird schon wichtig sein, aber Moment. Wir müssen mal ganz kurz die Anfrage gucken. Ach, wie schnell möchte Fisch? Okay, wir müssen das jemandem bringen. Okay. Das erklärt's.
Gar kein Problem. War das nicht der... Ne, wie schnell war... War das nicht hier der Butler-Anwärter? War das nicht er hier? Doch. Okay, Moment. Du kriegst den billigeren von beiden. Ah, das ist genau der Fisch, den ich angefragt hatte. Vielen herzlichen Dank. Bitte nimm das hier als Belohnung. 300 G erhalten. Wunderbar. Stimmt etwas nicht? Schnell, kennst du Elisa? Elisa? Probieren wir es so. Hast du die Anfragekiste je sprechen gehört? Die Anfragenkiste? Das kann ich nicht behaupten. Ich verstehe. Oh, es tut mir furchtbar leid, aber ich muss los. Okay. Danke nochmal für den Fisch. Auf Wiedersehen. Die Dinge ist alle, ich bin total weird. Ich bin total weirdo. Ich höre irgendwelche Kisten sprechen. Oh. Schaffe Dünger, okay, Kartoffel ernten. Oh, gar nicht so schlecht. Dafür kriegen wir direkt die Bürste. Okay, machen wir die Monsterscheune. Schreiben wir mal auf. Dieses Mal ist eine Anfrage von Arthur. Er liebt einfach süße Monster. Aber das ist nicht so wichtig. Hier, ich lese dir seinen Brief vor. Gezähmte Monster leben in Monsterscheunen. Wenn du eine davon baust, kannst du dir eigene Monster halten. Nachdem du eine Bestellung aufgibst, kannst du sie auf Feldern errichten. Für den Anfang gebe ich dir Bauholz und Steinblöcke. Oh, wunderbar. Ich habe einfach alles bekommen, was ich brauche. Jetzt gib bitte die Bestellung auf. Okay, machen wir. Wir haben eh schon wieder fast 1000 Punkte, ne? Ja. Also alles gar kein Problem. Wir können auch Feste abbrechen. Aha, okay. Ja gut, Entwicklung. Monsterscheune bauen. So, auf geht's. Perfekt. Ich habe eine neue Monsterscheune gebaut. Darin kann ich meine Haustiere unterbringen. Wie soll ich meine neue Scheune nennen? Einfach der Standardname. Das ist Rübe. Ist okay. Machen wir. Ja. Ich kann eine Monsterscheune bauen oder erweitern. Nee. Ach, man kann erweitern. Ah, okay. Nice. Ist gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Nicht so schlecht. Holen wir mal die Bürste ab als Belohnung. Du hast da aber eine robuste Monsterscheune gebaut. Arthur hat eine Belohnung für dich. Darin befindet sich Bürste. Rüste dich damit aus, um deine Monster zu pflegen. Wenn du sie täglich bürstest, verbesserst du ihre Freundschaftsstufen. Das wär's für das Erste. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um eine neue Anfrage. Anfrage abgeschlossen. Okay, dann wollen wir mal eben ein Tierchen holen. Aber ich muss mal wieder ein bisschen RP holen, glaube ich, weil ich glaube, das kostet auch RP, das zu nutzen, ne? Nicht? Bin mir gerade unsicher, aber wir holen ein bisschen RP. Sicher ist sicher. Dann holen wir das erste Tierchen, glaube ich, heute. Das wäre doch was. Langsam haben wir die Gameplay-Loops alle erlebt. Was es so alles gibt. Aber wir sind auch erst bei 7 Tagen, aber bei 6 Parts. Wir haben echt jeden Part einen Tag oder so im Schnitt. Gerade. Interessant. Aber so ist es halt nun mal. Es hat sehr viel Lesen, das Spiel, ne? Das muss man auch sagen. Ist vielleicht nicht für jeden was, aber naja. Okay, dann wollen wir mal so ein kleines Wolfviechchen holen. Ja, so 10-mal Monster, glaube ich. Nicht genug AP. Das ist ein kleines Problem. Ja, der greift mich nicht mal an, oder? Gerade. Der ist gerade freundlich. Ah, nee. Ich habe ein bisschen Angst. Also er greift zumindest nicht mal an, glaube ich. So, ein bisschen ausruhen hier. Ich glaube, sonst hat er immer angegriffen, ne? Wir brauchen deutlich mehr RP, um ein Monster zu zähmen, scheinbar. Oder es geht nicht so und ich muss ihm was zu essen geben oder sowas. Irgendwie so. Das kann auch sein. Ich dachte, man freundet sich dir an, indem man ein bisschen bürstet. Also ich weiß, dass man die... Oh, der greift doch wieder an. Oder hat er sich einfach nur gestreckt gerade? Ah.
So, burst noch mal ein bisschen. Was? Er will wohl nicht. Dann liege ich vielleicht falsch, das kann auch sein. Fällt mir gerade ein. Aber bis zum nächsten Part werde ich es dann schaffen. Schau mal einfach an, wie man nochmal Tiere zähmt. Ich hatte es scheinbar vergessen. Oh mein Gott, was sind das denn für welche? Moment. Die will ich töten. Okay. Ups, falsche Taste. Okay. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier rein. Einfach nur, um mit diesem Ding hier uns zum Ende zu teleportieren und dann hier die Gegner umzubringen. Und dann, wenn wir das erledigt haben, dann können wir die Sachen hier abbauen. Super praktisch. Hier sind ganz schön viele Mineralien. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte doch den Hammer ausrüsten. Habe ich sogar. Ich muss das Ding einstecken. So, das ist gutes Eisen. Das ist schon mal gut. Also gutes Eisen ist gut, wer hätte es gedacht. Wir müssen ein bisschen RP wieder regenerieren. Das ist gerade so ein bisschen der Running Gag des heutigen Parts. RP regenerieren, stehen bleiben und RP regenerieren. Ja, das ist so das Theme dieses Parts gerade. Das Thema, was diesen ganzen Part durchzieht. Wir müssen mal kurz stehen bleiben. Stehen bleiben. Ja, dann wird das schon irgendwie schon mal wieder gut mit der RP. Die ist nämlich ganz schön low. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr für das Hämmern der Mineralien. Da gibt's Eisen. Und das brauchen wir später auf jeden Fall noch. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, wir werden Eisen brauchen. Oh, das ist tatsächlich nur ein billiges Ding gewesen. Das wären die guten Dinger gewesen. Das sind nur die einer Dinger. Na gut. Dann brauchte ich gar nicht so viel RP. Aber egal, dann ist es halt nur mal so, ne? Dann haben wir halt ein bisschen zu viel, aber... Besser zu viel als zu wenig, sage ich mal. Wie es ist. Ich würde trotzdem mal gern versuchen, das mit dem... Ich habe echt das Gefühl, dass es eigentlich mit dem Ding ist. Ich guck mal ganz kurz die Beschreibung des Items durch. Naja, es steht nicht drin, dass man die damit zähmen kann. Es kann natürlich sein, dass man irgendwie bestimmte Sachen braucht. Bestimmtes Essen oder irgendwas, was sie besonders mögen oder so. Aber ich dachte eigentlich, dass das mit der Bürste geht. Aber es kann auch sein, dass ich das wieder mit einem anderen Spiel verwechsel. Also ganz ausschließen kann ich das nicht, dass ich das einfach verwechsel. Aber es kann sein, dass wir etwas zur Scheune gehen, dass mir vielleicht ein Tutorial oder sowas gibt. Von wegen so und so machst du das. Ich guck mal ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz zur Scheune. Nur um sicher zu gehen, dass das Spiel nicht irgendwie doch mir erzählt, wie das geht. Die müsste doch dann hier sein, oder? Die Scheune. Ah, da ist sie. Okay. Ist einfach eine Scheune. Ich bin jetzt über alle Monster, die auf dieser Farm arbeiten, auf dem neuesten Stand. Keine Monster ist im Moment Pflanzarbeit zugewiesen. Okay, okay, okay. Also dann heilen wir nochmal unsere RP komplett hoch. Weil dann haben wir die beste Chance, dass es funktioniert. Wenn wir einmal eine komplette Ladung RP auf dem Monster drauf anwenden können. Mal sehen. Weil es kann auch sein, dass wir gerade eben einfach zu lange gewartet haben und deswegen irgendwie das Ding dann quasi resettet ist und dann gesagt hat, nee, kannst du nicht mehr sehen oder so. Ich weiß es nicht. Wir probieren es jetzt einmal aus. Wir machen die beste Chance, indem wir die RP vollladen und wenn es dann nicht klappt, dann mache ich irgendwas falsch. Aber das ist nicht so schlimm. Ich gucke dann direkt gleich nach der Aufnahme, nach dem Part hier. Schaue ich nach und beim nächsten Mal werde ich mir da wohl schon gemerkt haben, weil das ist der letzte Part der Aufnahme jetzt, die ich hier gerade aufzeichne. Ergo, mal sehen. Mal sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ob ich jetzt totalen Schwachsinn mache hier oder nicht. Mal sehen. So. Okay.
bam bam badadam. Bam bam bam. So, unsere RP sind jetzt komplett gefüllt. Das heißt, die beste Chance jetzt ein Tier zu zähmen. Wir sollten es am besten an der Stelle machen, wo nur ein Tier ist dann jeweils. So wie jetzt hier. Ja, und jetzt. Let's do it. Mal schauen. Mehr als es so lange zu streicheln, wie es geht, und mal so gucken, ob der irgendwann aufhört mit der Note. Vielleicht muss ich da wirklich einfach nur sehr, sehr viel streicheln. Kann ja sein. Weil schon ungewöhnlich ist, dass man so viel streicheln muss dann. Aber es kann ja sein, dass einfach mein Level noch nicht hoch genug ist. Jetzt habe ich Skill up, aber. Er möchte nicht. Kann ich mir jetzt irgendwas schenken? Ich hab halt nichts, oder? Doch, hier, warte mal. Ich kann dir verwelktes Gras. Oder einen Stock schenken oder so. Ich weiß nicht. Oder ich schenk dir einen Fisch. Ich weiß es auch nicht. Ah, guck mal, tatsächlich. Oh mein Gott. Das fand er nicht so geil. Offensichtlich. Wie sieht's aus mit verwelktem Gras? Magst du das? Oh mein Gott, das mag der gar nicht. Ich hab's umgebracht. Ich hab das Tier umgebracht mit dem, was ich gefüttert habe. Kann sein, dass man die Tiere erst füttern kann, wenn man sie gestreichelt hat? Und dass ich das jetzt wirklich ziemlich kacke gemacht habe, dass ich den damit umgebracht habe? Ich glaube, gekochtes Essen wird es sein, ne? Das wird der Trick sein. Ich muss was kochen. Ich muss Reis kaufen und das dann kochen. Ich glaube, das wird der Trick sein. Ja, okay. Hm, habe ich was im Gesicht? Vergiss es. Du benimmst dich so komisch. Übrigens, ja. Ja, ich benimm mich komisch, weil du auch komisch bist. Weil du sprechen kannst. Die Bewohner dieser Stadt haben dadurch alle ein gutes Herz. Das war schon immer so. Darauf bin ich stolz. Naja, das liegt bestimmt daran, dass sie dich alle lieben, Venti. Was sagst du da? Wirst du rot im Gesicht? Natürlich nicht, ich werde nie rot. Ich war nur überrascht, das ist alles. Also, wenn ich dich so sehe, dann fällt es mir echt schwer zu glauben, dass du eine Göttin bist. Was? Schon in Ordnung. Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, dass ich dieselben Dinge beschützen will wie meine Freunde. Sonst nichts. Okay, ich glaube, sonst haben wir eigentlich heute alles erledigt. Wir können vielleicht nochmal kurz aufs Feld gehen. Da war, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun. Dann haben wir auch die halbe Stunde schon wieder voll. Und dann ist es schon wieder vorbei für heute. Und auch für die Aufnahme. Da geht's auch für mich bald ins Bettchen hier. Aber ich habe auch mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr viel Holz und sehr viel Steine. Vor allem habe ich gerade, glaube ich, sehr viel Steine. Ich glaube, Steine habe ich echt viele bekommen. Holz geht so, glaube ich. Und guck mal, es respawnt auch während des Tages noch. Das wusste ich nicht. So, ich weiß so viel jetzt nicht mehr über das Spiel. Was ich nach und nach wieder herausfinde. So, und dann haben wir noch das Unkraut hier mit und dann ist auch hier, glaube ich, bald alles gewachsen. Ja, das wird nicht mehr so lange dauern, bis das gewachsen ist. Guck mal gerade, ob ich irgendwas hier reinschmeiße, vielleicht Unkraut oder sowas, aber Unkraut bringt halt, glaube ich, kein Geld. Ne? Also ein G, also es bringt es nicht wirklich, aber gut, wir tun es trotzdem rein. Aber das hier bringt, glaube ich, ein bisschen, ne? Ja, 11 immerhin. Ja gut, das bringt, glaube ich, mehr, oder? Kommt auf die Stufe, glaube ich, an, weil ich habe verschiedene Stufen von Gegenständen da gerade. Okay. Ja, verwelktes Gras. Stufe 9, okay. Na gut. Ach, Verbesserungsinformation. Warte mal, was stand da? Schwierigkeit 1, Vitalität minus 1. Also man verbessert sein Schwert und hat Vitalität minus 1. Das ist natürlich sehr toll. Wer will das nicht? Wer will nicht weniger Vitalität haben? Ne? Eine Waffe haben oder ein Ausrüstungsstück, was einem weniger Vitalität gibt. Das ist genau das, was ich brauche. Nicht. Was ist halt das hier? Herr Eule, was möchtest du wissen? Ah, freundlichen Monster, was sind RP? Warte mal, Herstellung, Lagermenü, Fundsachen. Ich möchte mehr über verbündete Monster wissen. Monster zähmen, ah, guck mal. Du
Du musst eine Monsterscheune bauen, um Monster zu zähmen. Versuche danach, die Monster zu füttern. Wenn sie dich gerne haben, gelingt es dir womöglich, sie zu zähmen. Es ist aber schwierig, Monster zu zähmen, die auf einer höheren Stufe sind als du. Also arbeite an deiner Stufe und füttere die Monster. Ich möchte mehr über verbündete Monster wissen. Nee, möchte ich nicht mehr. Gut, wir wissen Bescheid. Das Spiel hat uns nochmal verraten. Wir müssen die auf jeden Fall füttern. Also das machen wir dann beim nächsten Mal. So, liebe Leute, das war's aber für diesen Part. Ich gehe nochmal ins Bett, damit wir einmal eine Runde schlafen. Vielleicht passiert da noch irgendwas und danach speichere ich ab. Vielleicht passiert da was in der Nacht. Wer weiß. Mal schauen. Nope, scheinbar nicht. Okay, dann speichern wir mal eben ab. Worauf habe ich Lust? Natürlich einen Tagebucheintrag zu schreiben. So. Da steht auch die Spielzeit dabei. Nee. Okay. Aber ich habe jetzt 4,5 Stunden gestreamt, also dürften es so um die Dreh 4 Stunden gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, jeglicher Art und Weise und Form und Struktur, die ihr mir gegeben habt bisher. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part von Rune Factory 4. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pad verabschiedet sich. Bis dann. Ciao.